Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Divinity Original Sin 2. Ja, wir wollen ja bald hier von der Insel abhauen, aber natürlich noch die Quests erledigen, die hier noch offen sind. Letztens haben wir uns um die Arena gekümmert. Jetzt ist mir eingefallen, wir haben noch dieses klein verschwundene Mädchen und den Amiibo hier. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das alles auflösen. Du unterhältst sie mit der Geschichte deines Siegs. Meinst du die Arena? Ich bin gerade überfragt. Don't get too chuffed now. Long way to go yet. Did you speak to the burnished one? Sagen, dass ihr gesprochen habt? Oder ihr sagen, dass du mit einer solchen Person nicht gesprochen hast? Ich habe keine Ahnung, wer ist der Glänzende? I doubt that's the last you'll be seeing of him. Ich habe keine Ahnung. Oh. Hier, es gibt ein bisschen was zu essen. Vielleicht sollten wir das mal nehmen. Brot. Keine Ahnung, ob uns Brot hilft. Ich nehme es mal. So, wir brauchen jetzt nicht gerade sparen. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich rede mal mit der hier nochmal. Still on your feet, eh? Glad to hear it. Feel free to take a gander at the stock, if you're so inclined. Was gibt's denn hier? Oh, Heiltränke, richtige Heiltränke. Ja, die nehme ich. 120 nehmen wir. Noch, oh, hier gibt's auch Rüstung noch. Oh, okay. Könnten wir direkt sogar gebrauchen. Oh, Feuerresistenz, Erdresistenz, 5 LP. Nicht schlecht. Hildurs Plattenrüstung. Auch schön, hat aber keine Zusätze. Oh, die können wir uns gar nicht leisten, sehe ich gerade. Aber nochmal merken, falls wir doch nochmal unverhofft zu Geld kommen sollten. Hui. Ah, nee. Okay, das brauchen wir. Na ja, die vielleicht noch. 9-2. Die hier wären für sie gar nicht mal so schlecht. Intelligenz 11. Ja, komm, für 54 nehmen wir jetzt mal mit. So. Was hatten wir? Oh. Schöne Fähigkeiten für Gauner, für unseren Ifan. Immer noch Giftpfeile. Okay, das ist nicht so unsers, aber. Ja, gut, die überspringen jetzt leider unser Budget. Na gut, ich guck's mir jetzt gar nicht an. Also, wir suchen nach Griffs Vorräten. Ja, das tun wir. Nein. If you believe that. Das hatten wir schon mal, das Gespräch, aber ich weiß nicht mehr, was hinführte. Überraschung aus. Längst die Griffe irrt sich. Plenty of liars in my line of work. Snakes, weasels, worms. That fella's square as a pavestone. If he's a thief, I'll eat my boots. Ja, und wer war's da? Sure do. Ask me. It'd have to be one of those sad sacks that's always hanging around Griff looking for favors. She darts her tongue out of her mouth like a snake. Some folks and some reptiles will do anything to get his attention. I see plenty of liars in my line of work. Snakes, weasels, worms. Ja. That fella's square as a pavestone. If he's sie sich so sicher sein kann. It's all in the eyes. Joy lives in the eyes, sometimes way in the back, but it's there all the same. Liars ain't a joyful bunch. Sure you don't want to have a look at my stock before you go? I was serious about what I said. Everything in my pack's been got by special means. Okay, das kennen wir schon. Das ist nicht so wichtig. Ich... Warte. Nee. Okay, brauchen wir nicht. Ja, das heißt, irgendjemand hier ist der wahre Dieb, aber wer? Griff glances from his blade to you and back again. Sure, have a look. Ich glaube, nee. Unsichtbarkeitstrank, wenn noch. Ja, wir könnten provozieren und mit Griff kämpfen. Dann würden wir ihn wahrscheinlich auch frei kriegen. Aber ich möchte nicht alles einfach nur mit Kämpfen lösen. Das finde ich ein bisschen langweilig. Ich würde eigentlich gerne den Fall lösen. Bewegung, okay. Wo sind denn hier Griffs ganze Kumpanen? Die hatten wir doch schon mal irgendwo gefunden, die Leute. Oh, hier ist ein Fischregal, wo wir noch nicht dran waren. Und noch eine Tonne. Moment. Nehmen wir mit.
Na. Ja, nicht mehr. Schade. Okay, haben wir kurz mal reingeguckt. Wie kriegen wir das raus? Wer sind sie? Wer sind die Diebe? Nadel. If the boss trusts you to find something for him, you better not disappoint him. You won't like it when he's disappointed. Hier rein. Here's the goods. Oh, Lebensessenz. Na gut. Fragen, ob er etwas über den Täter weiß. Ja. Bring that guy in the cage? Oh, I don't associate with elves. Fella says he's innocent, but you know how they lie. Sagen, dass es merkwürdig ist, dass Griff sich wegen ein paar fehlender Früchte so aufregt. Warum er wegen Griffs fehlender Sachen kaum besorgt scheint. Ja, wir können jetzt nicht einfach eine weitere Lieferung bringen. Yeah, boss is awful passionate about citrus. I can't get enough of the stuff. Out the fort? So where then? The death swamp saw the ocean brimming with void woken. Fat chance of getting more than 5 feet in any direction and keeping your skin right side out. Sagen, dass es ein paar Dinge gibt, über die du reden musst. Wie die Magister die Leute von der Quelle befreien wollen? Und wenn man geflohen ist? Was über die Leeren erwachen weiß? But my cousin up in Gore said one appeared from the clear sky one day and ate up every child under the age of 12. I don't know where they come from, but without the divine, there ain't much we can do to stop them. Sure, Pelamine made it as far as the hollow marshes even. They dragged his corpse back the next day, head pulled clean off by a ghost. I saw it myself. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir mit dem hier schon mal gequatscht haben. Hell if I know. Don't rightly know if it can be done. If they take the source out here, what are you? Ja, wahrscheinlich so leere Höhlen wie die, die wir unten gefunden haben. Hatten wir mit Weiße schon gequatscht? Doch, ne? Das war die, die gerade noch bei Griff, glaube ich, stand. Wir gucken trotzdem mal. Na, jetzt warte doch mal. You, Elf. What you heard about a crate of stolen supplies? Ja. And don't you lie to me now. Sie aber völlig leer war. Hellhaut sagen, dass sie verschwinden soll. Sagen, dass du nichts darüber weißt. Sagen, dass du auch nach der gestohlenen Küste suchst. If I did, I wouldn't give them up to you. Griff sent me, not you. Okay, du arbeitest tatsächlich im Namen von Griff? Look, I'm Griff's right hand. And I'm gonna find that crate. And you're gonna watch me hand it over. Also eigentlich müssen wir eine Kiste finden. Ha. Ja, aber gut, eine Kiste kann ja überall sein. Heard of anyone that might have taken Griff's supplies yet? Was sagst du, wenn ich das hier sage? Empty? Who gives a goblin's ass? The point is to get back the supplies inside. Come on, noggin first, eh? Okay, die sind mir ein bisschen zu unfreundlich. Wie kriegen wir das raus? Ich möchte den hier gerne retten, den Amiro. Bevor wir aufbrechen. Und ich möchte auch gerne herausfinden, wo das kleine Mädchen geblieben ist. Ich will das beides gerne noch machen. Hier sehe ich nichts mehr. Aber wenn ich Ei drücke. Was? Vergiftete gekochte Kartoffel? Sehr schön. Fischgräten. Ich nochmal mit Amiro rede. Weiß der nochmal irgendwas? Nee. Was tun wir denn da? Ich würde sagen, ich gucke mich mal um und wenn ich was gefunden habe, also ich setze jetzt einen Cut und wenn ich was gefunden habe, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, guck mal, ihm sagen, dass du nach verschwundenen Orangen suchst. Klingelt es da vielleicht? Ernsthaft? Muss ich die kaufen oder? Oder Seife? Okay, aber ich glaube, wir haben keinen Feuertypen. His face contorts with pain. Here, I hope I have pleased you. Na super. Wir haben
Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin das ganze Ding hier abgelaufen. Ich wollte euch eigentlich gerade schon mitteilen, dass ich es nicht geschafft habe und wir jetzt einfach gehen, weil ich keine Lust mehr habe. Und ja, da hat doch einfach unser wohlbekannter Träumer die Orangen. Das ist... Wow, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Na, dann mal los. Glances from his blade to you and back again. Ja. Griff tears Orangen überreichen. With both hands. Juice squirts through his hands as he desperately rips through the rind. Looks like everything's accounted for. Now the important question. Who's the thief? Ich glaube, wenn wir ihm das sagen, ist Spitzsterz tot. Don't give up Stingtails so easily. I don't want Stingtail's blood on my hands. Griff, ja, ich auch nicht. Fellow over petty theft. Giving up Stingtail is no better than murder. Ja, ist ja gut, Mensch. Die scheinen sich einig. Wahrheit ist Wahrheit. Spitzsterz, die Echse hat eure Sachen genommen. Manche Wahrheiten behält man besser für sich. I'm right chuffed to have my supplies back, so I'm gonna give you one last chance. Tell me who you found them on, or you will have to answer to me. My knife and each one of my people. And your little elf friend won't make it out alive neither. Tja, standhaft bleiben, du gibst Spitzsterz nicht auf. Dich eines Besseren besinnen, als es mit seiner ganzen Bande aufzunehmen und Griff sagen, dass Spitzsterz seine Sachen gestohlen hat. Es ist die Wahrheit, ne? Er hat's gemacht, aber ich, ganz ehrlich, ich kann nicht. Schaffen wir das? Schaffen wir es, Griff und seine Bande zu töten und den Amiro da noch rauszukriegen? Ich will es versuchen. Ganz ehrlich, ich muss es versuchen. Okay, wir sind jetzt ein Held. Ja, Kampf. Aber wir sind ein Held. Das ist doch schön. Ich habe keine Ahnung, was Held bedeutet, aber okay. Immerhin sind wir einer. Also, mal kurz ummöbliert. Was machen wir jetzt am besten? Wir könnten schon mal dafür sorgen, dass er sich nicht heilen kann. Ach, abgewehrte physische Rüstung geht nicht. Okay, dann erstmal das. Na, die hier auch, okay. Und sie auch, oder? Ich weiß gar nicht, wer jetzt alles mitmacht. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir kommen aber auch an niemanden gerade ran, leider. Das Ölfass da reinschmeißen, um das dann anzuzünden. Leider nicht, aber hier hin. So. Und vielleicht ein bisschen. Ja, vielleicht hier hin. Ein bisschen schützen. Schauen wir mal, die dürfte ja eigentlich gar nicht mal so gut ausgerüstet sein. Ich meine, die sind hier auch gefangen. Mit uns. Ja, leider die magische, da können wir nichts machen. Achso, abgewehrt, stimmt. Ah, nicht dran gedacht, dass Hütchen ja auch abgewehrt wird vorher. Okay, Chloroform. Okay. Oh, und er hat sich unsichtbar gemacht. Okay. Ist das physische oder magische Rüstung? Ich kann es gar nicht sehen. Ich weiß gar nicht, kämpft die überhaupt mit? Ich glaube ja, oder? Ich habe hier echt keinen Überblick, wer hier überhaupt kämpft und wer nicht. Aber anscheinend alle, die hier stehen. Das kriegen wir so hin. Ja, Griff ist leider weg. Kann man nicht ran.
die sind echt schwach, würde ich sagen. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ah, Griff ist wieder da. Wo ist der Mede hier? Ah, da. Magische Rüstung sogar leer. Blutsauge wäre jetzt Quatsch, wir kriegen ja nichts davon. Mehr geht nicht. So. Ich bin ja gespannt, was passiert, wenn wir Griff hier besiegen. Ich meine, er ist ja eigentlich hier der Obermacker. Mal gucken, ja, wie sich das so allgemein auswirkt. Besser, wenn wir von hinten machen würden. Ich mach hier raus. Machen wir jetzt mehr Schaden von hinten? Ich weiß nicht, ich glaube aber ja. Okay, alles gut. Wen kümmern wir uns zuerst? Ja, komm. Tschüss. So, ich glaube, Amiro dürfte damit frei sein, hoffe ich. Ich hoffe, wir kriegen den da raus. Ach, da steht ja noch einer. Ich glaube, können wir so raufhämmern. Ach, die ist noch da. Oh Gott, ich sehe die hier immer gar nicht. So. Ja, doch. Ha! Sehr schön. Gut gemacht. Komme ich hier am schnellsten hin? Komme ich da hin? Mit Angriff? Nee, leider nicht. Und zu der hier auch nicht. Okay, dann müssen wir laufen. Erstmal. Alles okay. Wir haben genug HP, um das auszuhalten. Komme ich an die da oben ran? Oder mache ich jetzt gegen die Frost, die hier geht? Sehr gut. Dann machen wir es so. Die können wir mit den anderen Bienen machen. Passt. Kann ich dann Ivan? Ja, schade, hatte noch magische Rüstung. Huh? Was? Hat er sich gerade selber getötet? Das war eigenartig. Sehr eigenartig. Sehr schön. Das war ja gut. Nicht schlecht. So, jetzt die hier noch. Sind gar nicht so viele. Ich dachte, es wären mehr Gegner. Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung, dass wir gegen die gekämpft haben. So, looten wir mal. Ach, da ist noch eine. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ups. Kam die neu dazu? War der Kampf nicht schon vorbei gerade? Irgendwie war das gerade so eigenartig.
Ja, gleich ist er tot. Muss ich da extra hin? Komme ich da hin? Ja. Tschüss. So, jetzt aber. Jetzt ist aber der Kampf vorbei, oder? Wow. Wow. Oh Gott, haben wir viel Geld bekommen. Und wir haben die Orange. Sehr schön. Und den Schlüssel. Okay, damit sollten wir Amiro bis aushelfen können. Mensch, das hätten wir schon viel früher machen sollen. Wow. Ja, das hätten wir wirklich früher machen sollen. Und wir können uns jetzt tatsächlich hier anscheinend bedienen. Das gehört jetzt alles uns. Das ist ja wunderbar. Das hätten wir echt schon früher machen sollen, weil das war ehrlich gesagt echt einfach. Also das war jetzt überhaupt nicht schwierig. Nehmen wir mal einfach alles mit, was hier rumliegt. Amiro befreien wir gleich noch. Der wird uns ja jetzt hoffentlich nicht wegsterben in der Sekunde. Kochtöpfe können wir verkaufen. Das ist ja geil. Sehr, sehr cool. Fischketten, bringen die was? Ich weiß es nicht. Oh, nee, im Wasserfass wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Wo ist es? Muss ich jetzt das Fass hin? Ich sehe es nicht. Das bringt uns nichts. Hä, wo ist es denn jetzt? Sag mal. Wo ist denn jetzt dieses Wasserfass? Ja, irgendwie müssen die das echt anders machen mit dem Sortieren. Ach so, bei Lose. Oh, Lose hat jetzt alles eingepackt, okay. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Was ist denn ein Heiltrank? Oh Gott, hier liegt ja noch richtig viel rum. Eine Schaufel noch. Huh, this again. Fischgeräten, okay, die werden jetzt nicht unbedingt was wert sein, denke ich. Man kriegt das immer gar nicht, was hier rumliegt. Das ist ein bisschen doof. Hier ist irgendein Kartoffelpouch. Löffel. Nehmen wir mit. Noch eine Schaufel. Ist immer ein bisschen schwer zu erkennen, wo die Sachen denn eigentlich sind. So, und jetzt würde ich sagen, komm, wir reden erstmal mit Amiro. Oder hier vielleicht noch reingucken. An elf, caked in mud and blood, looks up at you from the bottom of the cage. He holds his shoulder restrained. You. Ja, kennen wir schon. Kill him. Griff dies. Ja, haben wir ja. Please. Wir haben noch den Schlüssel. Sometimes the best way from a situation is the simplest. I hope Griff rests in peace, even if he lives in anger. You helped me. You saved me from a terrible man. But still, still there is more I ask of you. I know a way out of here, and this I tell you. But there is something else. Okay. Was denn? Fragen, was er meint? Sagen, dass du genug für ihn getan hast? Dass er schwer verletzt ist und Hilfe braucht? I become fine. And so much more when you agree to finish what I start. Sahela, she is everything. A ruler, a seer, a knower, a child. She cannot be lost here. Sahela, ist das nicht die eine aus der Höhle? It is for all our people, for the world. Give me your map. I show you the way out. A secret, dangerous. Wie viele Wege es doch hier rausgibt. I give you this amulet. You must pass it to the elves who still remain. Tell them Sahela is here. They will send help. Please. She is important. I go to her. I wish Warum you good wichtig? Luck and I thank you for us all.
Interessant. Warum was denn? Zahela Stamm. Amiro ist frei. Das wird Zahela sicherlich freuen. Wir sollten zu ihr zurückkehren. Guck mal, das ist jetzt geschlossen, die Arena der Freudenfeste. Tola, die Dornige, hat erwähnt, dass ein Tüftler irgendwo im Lager vielleicht die Quellenheizrige entfernen kann. Aber wer ist der Tüftler? Wo ist er das jetzt mit... Ach, hier. Amiro hat gesagt, dass die Stammeselfen auf dem Festland erfahren müssen, was mit Zahela geschehen ist. Sobald wir vom Auge des Schnitters entkommen sind, sollten wir dieses Stammeselfen aufsuchen. Okay. Aber Zahela ist doch die eine aus der Höhle, oder? Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Wie, hier treffen wir auch so viele Leute, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Jetzt hat er uns leider gar nicht gesagt, was mit Zahela los ist, warum die so wichtig ist. Das ist schade. Also ich nehme hier noch das Gerümpel mit zum Verkaufen. Das hat sie gerade irgendwie total niedlich gesagt. Hier ist noch was. Okay. Ach, hier noch. Ach, die haben so viele Sachen dabei, total toll. Hier oben noch. Ja, dann würde ich sagen, damit beenden wir dann die Folge. Es tut mir... Wow. Okay, es tut mir überhaupt nicht leid, dass wir Griff besiegt haben. So überhaupt nicht. Wir haben so viel Zeug abgeräumt. Also irgendwie fand ich es doof, dass jetzt schon wieder so ja, im Kampf geendet ist. Dass wir es nicht hätten... Also gut, wir hätten es ja anders lösen können, aber dann wäre halt Spitzsterz ja, wahrscheinlich gestorben. Und das wollte ich dann wiederum auch nicht. Und deswegen, ja, blieb uns halt schon nichts anderes übrig eigentlich. Zumindest nicht, wenn wir nicht gegen, ja, für Amiros Leben, Spitzsterz Leben geben wollten. Ja, naja, ich hoffe, ihr seid damit zufrieden, wie ich das Ganze gelöst habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich zufrieden bin oder nicht. Ja, so teils, teils. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen und dann bis zum nächsten Mal. Ich gucke mir, ja, bis zur nächsten Folge habe ich mal hier mir das ganze Zeug angeguckt, was wir gerade gelootet haben und ein bisschen verkauft. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.